hast jetzt gesagt, du hattest dich so ein bisschen abgekapselt. Ich glaube, das ist eine coole Perspektive, weil viele Leute, weißt du, die sehen nur, oh, guck mal, der hat gewonnen, wie der feiert und so. Ganz selten wird quasi beleuchtet, wie so ein Daumen, weißt du, weil ein Thema ist, das auch unangenehm ist. Du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen abgekapselt. Waren das so immer diese Muster, sag ich mal, nach Kämpfen, die nicht ganz so liefen, wie du es wolltest? Immer. Also ich denke, viele Kämpfer machen das also, dass sie dann wirklich oft auch erstmal alleine sein wollen, um das verarbeiten zu können. Als Kämpfer ist man dann halt auch so, oder als Kämpfer, Trainer, wie auch immer, man ist ja eigentlich immer mit irgendjemandem zusammen. Weil die meiste Zeit trainiert man, da ist jemand bei dir, du bist sehr, sehr selten alleine. Ich würde auch fast sagen, das ist nach diesem ganzen Training auch so ein bisschen der Ausgleich, dass du mal sagst, hey, endlich mal ein bisschen auch alleine sein und so und das alles mal ein bisschen verarbeiten. Aber ich muss auch sagen, da ist so ein dezenter Beigeschmack von Peinlichkeiten mit drin. Also du kapselst dich auch zum Teil aus, weil du auch gar nicht auf das angesprochen werden willst, weil dir das ein bisschen peinlich ist, dass es halt eine Niederlage ist. Oder es ist auch ein bisschen schade, du bist frustriert, dir ist peinlich, alles mögliche. Es ist so ein, wirklich so ein Gefühlseintopf, würde ich fast sagen. Ja. Mehrere schlechte Gefühle rein und dann reagierst du halt so. Ich glaube, das ist halt auch das Besondere im MMA, jetzt nicht anders als beim Fußball. Du hast so einen Kampf, auf den du so ein halbes Jahr hinblickst. Weißt du, mit Fußball läuft halt ein Spiel scheiße, okay, nächste Woche gleichen wir das irgendwie aus. Da ist halt wirklich so, du trägst das halt ein bisschen mit, beziehungsweise dein Fokus ist, also dein Selbstbild so, okay, ein Jahr, ich mach diesen Typen fertig. Und wenn es dann nicht klappt, natürlich ist das eine andere Sache. Das ist, glaube ich, einerseits das Schöne, weil wenn du gewinnst, ist das, ne, geht das halt auch in die andere Seite. So, ja? Und das habe ich auch vorhin mit Chris auch geredet. Das ist also richtig frustrierend. Du kämpfst im Jahr zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht viermal, keine Ahnung. Und du verlierst, jetzt ist es bei mir so, ich habe jetzt zwei in Folge verloren. Das ist mittlerweile schon so frustrierend, dass ich Chris auch gesagt habe, hey, ich habe schon das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, zu gewinnen. Und da fand ich diesen Post-Interview von Easy richtig cool, wo er gesagt hat, hey, ich möchte euch was sagen, hört mir alle zu. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch sich mindestens einmal so glücklich fühlt, wie ich es gerade im Moment. Und das ist wirklich ein unbeschreibliches Glücksgefühl, wenn man gewinnt. Das ist wirklich, die Sonne ist nicht mehr am Himmel, sondern die scheint dir aus dem Arsch und die Leute tun sich daran sonnen, weißt du, so fühlt sich das an. Und wenn man das da halt schon so lange Zeit nicht mehr hatte, dann fängt schon in dir selber an, so dieses Gefühl, Alter, wofür machst du es eigentlich? Da kommt doch irgendwie gar nicht mehr dieses Gefühl, du weißt auch gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ja, Mann. So, ich brauche unbedingt, also ich will auf jeden Fall weiterkämpfen, das ist gar keine Frage, aber ich brauche dieses Gefühl unbedingt beim diese nächsten Belohnung. Kampf. Diese Belohnung, dass ich wieder sage, ey, die Sonne hängt nicht mehr oben, sondern die scheint mir aus dem Hintern und jeder sonnt sich da drin. Also das muss wieder sein, das muss kommen, weil ich denke, wenn ein Kämpfer zu lange auf der Durststrecke ist, dann hört er auf. Verliert er die Lust oder klar, so. Ja, natürlich. Das ist so, wie wenn du jeden Tag, keine Ahnung, irgendwo investierst und hoffst, dass da kommt irgendwann was bei raus, aber es kommt einfach. Kein Tag, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Dann denkst du ja auch irgendwann, na, lass gut sein. Du gehst arbeiten und Monatsende kommt nie Lohn. Genau, sowas. Genau. Und der Chef sagt dir, arbeite härter, irgendwann kriegst du schon den Lohn. Aber es kommt einfach nicht. Ja, das ist, glaube ich, so das Harte an unserem, oder an dem Sport, aber auch das Schöne dann, wie gesagt, wenn dir die Sonne aus dem Arsch scheint. Wie man so schön sagt. Und auch so mit Arbeiten an sich, also das war auch eine gute Metapher, finde ich. Du hast bei einem Projekt, sag ich mal, wenn du in der Firma bist, du arbeitest etwas, du stellst dieses Projekt fertig, du gibst es deinem Chef, dann hat er nur zwei, drei Kritikpunkte. Aber das Projekt ist trotzdem abgeschlossen, es war erfolgreich. Du gehst in einen MMA-Kampf, du kämpfst, sagen wir, du lieferst wirklich ab. Aber du kriegst einen Schlag und landest K.O. Ja, ja. Es interessiert keine Sau mehr, ob du diesen Kampf dominiert hast oder sonst was. Auf Sherdog steht verloren durch K.O. Es ist verloren durch K.O. Es schauen die wenigsten Leute noch irgendwie an. In zwei Jahren fragt keiner mehr, wie ist der Kampf gelaufen? Genau, es gibt kein halbes Gut. Oder es ist Sieg oder Niederlage. Voll gut oder richtig Top scheiße. Top oder Flop. Genau. Und das ist ein bisschen heftig frustrierend beim MMA, muss man sagen. Und wobei man sagen muss, für den MMA-Kämpfer werden Unentschieden fast noch frustrierender, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich nur so denke. Müssen aber wir Florian fragen. Hey, da würde ich lieber verlieren, weißt du? Oder gewinnen, so eins von beiden, aber kein Unentschieden, Mann. Unentschieden ist, glaube ich, echt schon verrückt, Alter, wirklich.